Mion, ich bin's wieder, Kizuna Ehara, zusammen mit... Hi, hier ist Vivi wieder, hallöle. Zusammen mit unserem Let's Play von Final Fantasy VI. Und jetzt dürften wir... Ha, das Versteck der Löwen erreicht haben, wie ich es mir gedacht habe. König... Oh, Watson, kombinieren Sie. König Edgar, hier entlang. Ah. Und jetzt treffen wir den Anführer der Löwen. Yay. Speicherpunkt! Ich habe aber schon gespeichert. Puh. Auf jeden Fall. Hm? Ach nee, ist alles gut. Okay. Okay. Bannon, wir haben sie mitgebracht. Ist sie es, die mit Espern reden kann? Mit Espern? Scheint, als ob das Imperium sie total kontrolliert hat. Durch Brieftauben erfuhren wir, dass sie 50 der besten imperialen Soldaten in ein paar Minuten getötet hat. Alles Lügen! Terra, Bannon, sie erinnert sich an nichts. Da, 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 da. Brieftauben lügen nicht. Ich bitte um Ruhe! So hat er gesprochen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte schon. Als die Menschen rein und unschuldig waren, gab es eine Schachtel, die sie niemals öffnen durften. Ein Mann jedoch öffnete sie und setzte damit das Böse frei. Das Böse! Neid, Gier, Stolz, Gewalt, Kontrolle. In der Schachtel verblieb nur ein dünner Lichtstrahl. Hoffnung. Wir stehen dem Bösen gegenüber. Und ihr seid dieser letzte Lichtstrahl. Bannon! Ich bin so müde. Lasst mich bitte. So sprach der alte Mann und ging weg. Er braucht seinen Schönheitsschlaf. Ja. Oh, und dieses Lied. Das ist so schön. Und da ist Locke. Sprechen wir ihn mal an. Seit ein teurer Freund von mir vom Imperium verhaftet wurde, hasse ich es zutiefst. Ich trat den Löwen bei, als ich merkte, dass das Imperium von Grund auf schlecht ist. Handeln wir! Aber es gibt in meinem Leben keinen so teuren Freund. Das stimmt nicht ganz. Es gibt jedenfalls Leute, denen du wichtig bist. Glaub mir, sie zählen auf dich. Schön gesagt, Locke. Das ist so schön! Aber was er auch erwähnt hat, von wegen ein teurer Freund... Es gibt noch mehr davon zu wissen. Oh, wenn dieser Moment kommt, oh Gott. Erstmal schön hier. Ganzen Truhen absahnen und die Schätze, die da drin sind. Gott, dieses Lied. Me gusta. Ich tue jetzt mal so, als würde ich es hören und sagen, ja, ja, doch, das klingt echt gut. Ja, es ist echt schade, dass man es nicht hören kann. Ach, hi, Sabin.
Ich sollte dich nur darauf hinweisen, dass du meinem Bruder blind vertrauen kannst. Er war schon immer aufrichtig. Vertrau ihm. Aber wenn er fragt, weißt du von nix, Terra. Ja, erstmal schön lachen. Ah, noch ein bisschen Tinktur einkaufen. Oh, so mehr geht nicht. Sag mal, was verlangt ihr von mir? Für jeden eins. Das klingt gut. Schön drauf aufteilen. Diese 7-Meilen-Stiefeln sind super. Ja, belassen wir es erstmal bei 3. Denn jetzt habe ich auch sonst nicht mehr viel. Und kriegt jetzt auch Terra 7-Meilen-Stiefel ab. Ein Stiefel für dich und einer für mich. Und noch einer für den Nikolaus. Ja! Ich kann mich hier voll heilen. Das ist cool. Ich habe mich voll geheilt. Ja, solche Ints sind super. Ich weiß gar nicht, hat die Abkürzung In eigentlich irgendwas zu bedeuten oder ist das ein Wort an sich? Du weißt ja, was ein In ist, ne? Ja, ich weiß schon, was es ist, aber ich meine, das Wort einfach nur ein großes I und zwei große N. Einfach In. Okay. Warum schreiben die nicht sowas wie Gaststätte oder Kneipe oder Übernachtungshaus, Herberge? Thron des Knie. Und Edgar? Es wird schwierig werden, dich zum Mitmachen zu bewegen. Wenn wir dich zu hart anpacken, machen wir es wie das Imperium. Du sollst dich selbst entscheiden. Oh, das ist nett. Danke, Eddie. Ah. Okay, Benen ist draußen. Ach, da ist der Opa ja. Habt ihr euch entschieden? Werdet ihr uns Hoffnung geben? Werden wir es? Hoffnung? Ich, die quasi Terra verkörpert, sage... Also gut. Ihr helft uns... Ich hab Angst. Mit diesem Relikt braucht sich niemand zu fürchten. Bitte, Terra. Ich möchte, dass ihr es annehmt. Was ist das? Etwas Schönes. Nehmt es. Was Schönes also, hä? Ach so, ein Relikt. Ein Federhandschuh. Meine alten Socken. Genau. Mein alter Federhandschuh habe ich gerade getragen. Ist noch etwas schwitzig, aber passt. Ich habe einen Plan. Trommelt alle zusammen. Okay, Plan aufstellen. Gut, also. Wir alle wissen, dass das Imperium im Kampf Magitex einsetzt. Die Frage ist, wie hat Gestal dies erreicht? Lok hat auf meine Anweisung hin das Imperium überprüft. Die weltbesten Gelehrten studieren dort die Esper. Und der ganze Aufruhr in Narsche, ein Esper. Ihr meint, Esper und Magitex gehören irgendwie zusammen? Ja.
Und ich denke dabei an ein bestimmtes Ereignis, denn... Doch nicht etwa... Den Krieg der Weisen. Doch, genau. Dam, dam, dam! Nein, Unsinn! Meine Großmutter hat mir jedenfalls immer Geschichten über magische Maschinen erzählt. Und wenn sich diese antike Tragödie nun wiederholt... Ich spekuliere bloß. Aber historische Studien enthüllten einige streitige, aber dennoch schreckliche Theorien. Demnach wurde zum Beispiel Menschen und Maschinen mit der Kraft ausgelaugter Esper angefüllt. Das erklärt einmal die Magitex. Magitex können nur mit Magitex bekämpft werden. Macht Sinn. Technologie gegen Technologie. Technologie mit Magie angeregt gegen Technologie mit Magie angeregt. Du nah. Metal Magic Gear. Metal Gear Magic. Metal Gear Magic. Duna, genau so begann der Krieg der Weisen, heißt es. Edgar. Was schlägst du also vor? Wir müssen mit einem Esper sprechen. Mit einem Esper? Wenn Terra es schafft, mit diesem Esper zu kommunizieren, wacht er vielleicht auf. Ob das klug wäre? Wer weiß, sie muss uns jedenfalls helfen. Terra! Ich tu's. Blödsinn, als ob's ein Sonntagsausflug wäre. Was? Dieses Geräusch. Ein böses Geräusch. Alarm! Bannon, hör! Tot. Ruf das A-Team. Figaro Süd! Was ist passiert? Was ist los? Imperium! Figaro ist besetzt! Sie kommen! Das Imperium schlägt zurück! Scheiß Imperium! Scheiße! Oh Mann. Hier sind ich. Ich werfe hier 10.000 Parodien rein. Ich versau dir voll das LP. Das muss so sein, du. Muss so sein. Sie haben uns gefunden. Müssen sofort weg. Weg. Lock. Schon klar. Jemand schleicht sich nach Figaro Süd und sabotiert das Imperium. Das ist deine Aufgabe. Viel Erfolg! Terra, bitte warte auf mich. Und bitte, dass dir bloß keine liebestollen Könige zu nahe treten, okay? Locke! Also, Locke! Seriously? Hey, Bruder, wann wirst du endlich erwachsen? Gar nicht, ich bin Peter Pan. Oh Gott, der arme Edgar. Alle hacken sie auf dem rum. Er ist König? Ja, er darf das. Was machen wir jetzt? Wir fliehen Fluss Lethe hinunter, bis wir nach Narsche gelangen. Ich will diesen Esper sehen. Gut, am Hintereingang gibt es ein Floß. Ein Glücksspiel, aber wir haben wohl keine andere Wahl. Hier bist du in Gefahr. Komm mit nach Narsche. Du wirst sicherlich auch lernen, dich selbst zu verstehen, denke ich. Keine Zeit zum Trödeln. Auf geht's nach Narsche. Narsche! Mit Arche! Und jetzt für eine kurze Zeit haben wir Bannon bei uns.
Aber nur für eine kurze Zeit, er ist kein festes Teammitglied. Der will einfach mal mit dabei sein. Jupp, der ist einfach da. Statist Nummer 26. Cool. Schützt gegen Blind. Moment. Ich meine, echt bei manchen Charakteren, da hat man doch echt das Gefühl, die sind doch einfach nur kurz da, einfach weil sie mal kurz ins Rampenlicht wollen, nach dem Motto so, ey, ich will auch mal. Und dann sind sie wieder weg. So ungefähr. So, okay, dann kriegt von mir aus Seven den Relikt des wahren Helden. Fluss Lethe! Mit Alete! Nichts wie weg, damit kommen wir zurück. Und wir springen auf das Fluss! Auf dem Fluss ist was los. Yay! Auf dem Weg nach Narsche musst du Bannon um jeden Preis schützen. Wenn ihm etwas zustoßen sollte, war deine Reise umsonst. Soll heißen, Game of the Year! Und natürlich begegnen uns im Fluss Feinde! Besondere Fähigkeit von Bannon ist das Heilen an sich. Heile, heile Gänschen. Das heißt, das soll heißen, Terra kann erstmal Pause machen, von wegen Heilschlampe spielen. So, wohin jetzt? Nach oben! Wenn du nicht weißt, wohin du musst, folge deinem Herzen. Das hast du schön gesagt. Ach, ist das schön. Victory Musik. Wie kommst du jetzt auf das? Oh Mann! Das Imperium vergiftet deinen Verstand! Oh mein Gott! How could it? Genau, Bannon! Heile das Team! Sei der Supporter! Er kann auch nichts anderes als ein Supporter sein. Immer diese Leute, die sehr oft als ein Supporter abgestempelt werden, nur weil sie die einzigen sind, die Heilkräfte haben. Schlief. Später können angebliche Supporter auch noch viel mehr als nur heilen. Und das finde ich awesome. Sodass zum Beispiel Terra so gut wie gegen Ende eine Allrounderin wird. Gut für Angriff und Dings. Heil. Oh. Und das gefällt mir. Ja, Leute, nehmt euch daran mal ein Beispiel. Ein episches Beispiel! Speicherpunkt! Hm? Episch, ein Speicherpunkt. Ein Punkt des Speicherns. Okay, setzen wir Bannon ein bisschen nach hinten. So macht, machen Angriffe nicht mehr so viel Schaden bei dem. Auch das ist gut. Weniger Schaden ist guter Schaden. So.
Abspeichern. So, und wieder weiter. Weiter geht die Reise. Und weiter geht die Reise. Ach komm, hoch. It's time for journey. Okay, es hat nichts gebracht, zu dingsen. Ich bin letztendlich im Kreis gedingst. Wie im Kreis gedingst? Ja. Ziemlich schwul. Du und scheiß. Du ziehst die Kreise magisch an. Das ganze Leben ist ein Kreis. We have to find an octagon. Oh, ein Hüllchen. Das ist schön. Extremes Kloppen. Seven kloppt. Und das war ein Disconnect. Meh. Nee, 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 nee. Ey, cool, noch ein Speicherpunkt. Das muss was heißen, da ist ein Boss in der Nähe. Ah. Ja, am Fluss gibt's einen Boss. Und bevor wir dazu kommen, sage ich das was von unsererseits. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sehr geil. Tschüss.